Während einer Schiffsreise zum Südpol entdeckt die Crew eine kleine Passage durch die antarktische Eiswand. Sie segeln hindurch, entdecken am Ende Unvorstellbares, eine hochentwickelte Zivilisation, sowohl technologisch als auch sozial uns weit überlegen. Doch auch diese besitzt ein Geheimnis, eine verborgene Wahrheit, die mit der Ankunft der Crew zu tun hat. Und damit hallo meine Lieben zu einem etwas anderen Video. Die einen halten es für eine ausgedachte Geschichte, andere wiederum für echt. Geschehen zu einer Zeit, noch weit vor den Berichten des berühmten Admiral Byrd und der Operation High Jump. Und tatsächlich erscheint dieser Bericht recht utopisch. Und dennoch ist er wahnsinnig faszinierend. Aber hört heute einfach mal selbst, wie immer direkt nach dem Intro. Im Jahr 1902 wurde ein seltsamer Bericht im Florida Magazine veröffentlicht. Dieser trägt den Titel The Iron Republic, die Eiserne Republik. Diese außergewöhnliche Geschichte stammt von einem gewissen E.W. Barrington. Er beschreibt dort seine Reise in die Antarktis gegen Ende des 19. Jahrhunderts und das, worauf er traf, als es ihm mit seiner Mannschaft gelang, einen Durchgang durch die massive antarktische Eiswand zu finden. Statt auf noch mehr Eis und riesige weiße Wüsten, traf er auf eine technologisch und sozial hochentwickelte Zivilisation. Sein Bericht beginnt mit der Abreise aus dem New Yorker Hafen, noch vor dem Antarktisvertrag im Jahr 1913. Barrington selbst beschreibt sich als junger, wohlhabender amerikanischer Anwalt. Eigentlich wollte er in die Politik, dies misslang ihm aber. Einige Skandale rankten sich um seine Person, wie es heißt. Der Hass aus der Bevölkerung nahm immer weiter zu, so sehr, dass er es einfach nicht mehr aushielt. Er beschließt, sein gesamtes Vermögen zu verflüssigen. Sein Plan ist es, so weit wie möglich von der modernen Zivilisation wegzureisen. In New York findet er ein Schiff. Zwar schon etwas in die Jahre gekommen, aber immer noch funktionstüchtig. Mindestens 3 Jahre lang will er die Antarktis erkunden, der Ort, der ihm am weitesten von der Gesellschaft erschien, deren Gunst er vor wenigen Monaten noch erlangen wollte. Er organisiert Unmengen an Lebensmitteln und Vorräte, heuert einen erfahrenen Kapitän an, dazu eine kleine Besatzung. Am 17. Juni 1895 war es dann soweit. Das Schiff stach vom New Yorker Hafen aus in die See, mit Kurs auf die Antarktis. 151 Tage später sollten sie den Rand ihres Ziels erreichen. Das Wasser ist tief und schwarz, mit einer gewissen Wildheit, die sich nicht in Worte fassen lässt, wie Barrington es beschreibt. Weitere 30 Tage später erreichen sie schließlich einen riesigen weißen Wall, die Eiswände des großen Südens, den antarktischen Eiswall. Er erstreckt sich, soweit das Auge reicht. In beiden Richtungen ragt die Wand weit aus dem kalten Gewässer. Das Meerwasser ist so klar, dass man es sich kaum vorstellen kann. Unzählige Wale brüllen um sie herum, während hunderte von Seevögeln umherfliegen. Sie segeln weiter von Osten nach Süden, mit der Eiswand zu ihrer Rechten. Sie wird mit einer Größe von 50 bis 300 Fuß beschrieben, 15 bis 90 Meter hoch. Am 23. Dezember 1895 erreichen sie den Berg Erebus. Zu dieser Zeit war dies der einzige bekannte Vulkan in der Antarktis. Sie stießen auf zerklüftete Eisformationen, gepaart mit den braunen und grauen Felsen des Mount Erebus. Zu dieser Zeit wies der Erebus noch leichte Aktivitäten auf. Dies führte dazu, dass viele Wasserfälle und natürliche Stufen entstanden. Es wirkte so wie eine Treppe zum Himmel, wie es in dem Logbuch heißt. Nachdem Barrington zusammen mit seiner Crew ein kleines Weihnachtsmahl einnahm, kündigte er an, dass sie am Morgen den Mount Erebus besteigen würden. Dazu wählte er aus den Freiwilligen ein kleines Team aus.
Am nächsten Morgen ging es dann los. Die Besteigung des Vulkans war viel einfacher, als er erwartet hatte. Bereits am ersten Tag legten sie 2/3 des Weges zurück. Sie fanden eine Höhle auf einer Höhe von rund 8000 Fuß über dem Meeresspiegel, 2400 Meter. Dort erlebten sie etwas, das keiner von ihnen zuvor gesehen hatte. Seltsame bunte Lichter am Himmel. Gespenstisch, wie sie es nannten. Heute wissen wir, dass es einfach die Polarlichter waren, die die Crew damals sah. Das Team übernachtet in dieser Höhle, steigt am nächsten Morgen bis auf die Spitze hinauf. Dort angekommen nimmt Barrington sein Teleskop zur Hand, erkundet die eisige Umgebung. In der Ferne entdeckt er eine kleine Passage, eine Öffnung durch die Eiswand, gerade groß genug, um mit seinem Schiff durchzusegeln. Endlich eine Möglichkeit, hinter das zu blicken, was ihm und der Crew bisher so undurchdringbar erschien. Sie steigen den Erebus wieder hinab, besteigen das Schiff und nehmen Kurs auf diese kleine Öffnung inmitten des weißen Walds. Sie nähern sich dieser Durchfahrt, sehr vorsichtig. Die Öffnung könnte leicht mit Schelfeis verstopft werden, das vor ihrem Schiff hervortreibt. Barrington hat gar die Theorie, dass dieser kleine Kanal bei frühen Erkundungen mit Eis verstopft war. Nur ein glücklicher Zufall, dass dieser Weg ins Innere gerade jetzt frei ist. Sie betreten die Öffnung, navigieren 25 Meilen lang durch die Eiswände, 40 Kilometer tief ins Innere, immer noch umgeben von riesigen eisigen Wänden. Sie dringen noch tiefer durch den Durchgang. Irgendwann müsste doch dieser Wall enden. Schließlich erreichen sie wieder das offene Meer, sehen die Sonne kurz vor ihrem Untergang. Der kalte antarktische Nachthimmel macht sich über ihnen breit. Sie sehen wieder diese seltsam bunten Lichter, die Aurora Australis, die Südlichter. Dieses helle Farbenspiel ermöglicht es ihnen dann auch, das Wasser vor ihnen zu sehen. Ein kleines Gefühl der Sicherheit, dass sie sich auf einem navigierbaren Grund befinden. Keine Eisschollen in sich, die das Schiff zum Kentern bringen könnten. Barrington beschließt, dieses neu entdeckte Meer zu umrunden. Er ist sich sicher, hierhin gelang noch kein Mensch zuvor, neues Territorium. Das Schiff segelt nach Osten weiter. Von dort aus können sie auch den Mount Erebus wiedersehen. Doch etwas ist seltsam. Nach dem langen Weg durch die eisige Barriere funktioniere der Schiffskompass nicht mehr. Die Nadel wird von Tag zu Tag langsamer, bis sie sich schließlich rückwärts dreht. Tage später, immer noch auf dem unbekannten Abschnitt der antarktischen See, wird das Schiff und seine Besatzung von einem heftigen Unwetter heimgesucht. Schnee und Eis wirbeln um die Crew herum. So stark, dass der erfahrene Captain sagen wird, dass er noch nie so ein stürmisches Wetter gesehen habe. Weitere Wochen später, das Wetter beginnt zunehmend wärmer zu werden. Sie sehen, wie immer mehr Treibholz den Bug ihres Schiffes erreicht. Dann erreichen auch immer wieder Vögel das Schiff. Sie müssten wieder irgendwo an der Küste sein. Der nicht mehr funktionierende Kompass muss sie wohl wieder in Richtung der wärmeren Zonen fehlgeleitet haben. Enttäuschend wollten sie doch weiter ins Innere der Antarktis segeln. Am 20. Juli 1896 sehen sie in der Ferne helle Lichter. Als sie diesen immer näher kommen, erkennen sie, bei diesen hellen Lichtern muss es sich um eine Stadt handeln. Der Kapitän vermutet, dass es sich um eine Stadt irgendwo an der Westküste Südamerikas handelt. Die traurige Gewissheit und eine Enttäuschung für Barrington, versuchte er doch der Welt zu entfliehen. Es ist ihm völlig rätselhaft, wie sie hier landen konnten. Trotz des kaputten Kompasses waren sie auf ihrer gesamten Reise immer Richtung Süden gesegelt. Es ist Nacht, als sie sich der Stadt nähern. Und dennoch können die Augen der Crew erkennen, dass es sich um einen bewohnten, zivilisierten Ort handelt. Der Kapitän setzt den Anker. Aus der Ferne sehen sie das, was sie als moderne Stadt bezeichnen. Doch etwas ist seltsam. Aus ihr dringen keine typischen Geräusche, die man eigentlich von dort aus vernehmen müsste. Sie waren schließlich nur wenige Meilen von der Stadt entfernt. Und dennoch hörte man nichts, obwohl der Nachthimmel hell erleuchtet war.
Am nächsten Morgen raste ein seltsam aussehendes kleines Fahrzeug über das Wasser, kommend aus Richtung der Stadt. Es war anders als alle anderen Boote, die die Crew je zuvor gesehen hatte. Es erreicht schließlich das Schiff. Ein uniformierter Pilot erscheint an Deck, salutiert und spricht perfektes Englisch, wenn auch mit einem etwas seltsamen Akzent. »Welches Schiff ist das?« »Die Wanderer aus New York«, antwortet Barrington. Der fremde Mann wirkte völlig verblüfft, als er erfuhr, dass das Schiff aus den Vereinigten Staaten von Amerika stamme. Der Kapitän fragt, um welches Land es sich denn handele, aus dem er gerade mit seinem seltsamen Boot käme. »Es ist die Eiserne Republik, Sir.« »Die Eiserne Republik?« Das war kein Land, kein Ort und auch keine Stadt, von der er je gehört hatte. Weitere Fragen werden dem Kapitän, Barrington oder der Crew nicht beantwortet. Es gebe kein Protokoll für Personen, die aus den USA anreisen. Er dürfe keine Fragen beantworten. Jedoch forderte er sie auf, ihm zu folgen. Sie betraten das seltsame Boot und fuhren Richtung Küste. Als sie den Pier erreichten, begrüßte sie ein weiterer Offizier oder was auch immer seine Uniform ausdrücken sollte. Auch diesem war ein Ausdruck des Erstaunens in seinem Gesicht abzulesen. Er wisse einfach nicht, was er tun solle, wenn Amerikaner ankämen. Barrington und der Kapitän sollen ihm folgen. Während des Weges fragt Barrington noch einmal nach: Wie heißt dieses Land und wo liegt es genau? Es ist die Eiserne Republik. Sie ist ungefähr so weit vom gefrorenen Ozean entfernt, wie es die USA ist. Ein seltsam aussehendes, pferdeloses Fahrzeug nähert sich. Dieses würde sie weiter transportieren, zum Büro des Navigationsdirektors. Dort treffen sie auch auf einen Professor. Dieser stammt ebenso wie sie aus den USA. Ein Gelehrter, der den Weg in die Eiserne Republik fand und sich entschied, dort zu bleiben. Er erzählt Barrington von dem, was sich schon andeutete. Die Iron Republic, die Eiserne Republik, ist ein hochentwickelter Staat, sowohl technologisch als auch soziokulturell. Fahrzeuge, die sich absolut lautlos bewegen, hunderte Meter lange Züge, die über der Stadt schweben. Statt Papier nutzen sie wiederverwendbare Kommunikationsgeräte. Geld- und Bankensysteme gibt es nicht. Die politische Führung basiert viel mehr auf Vertretern des Volkes, als ihm aus der USA bekannt ist. Ein jeder hat die gleiche Chance, sich zu einem politischen Vertreter wählen zu lassen. Und egal, welchen Beruf man ausübt, jeder Einwohner wird gleich entlohnt. Doch ein großes Geheimnis werde dann doch vor der Bevölkerung verborgen. Eines, das den langen Aufenthalt des Professors schwierig gestalte und die Ankunft Barringtons und seiner Crew ebenso. Die Existenz der USA und alle anderen Länder dürften den Einwohnern der Eisernen Republik nicht bekannt gegeben werden. Die politische Führung habe Angst, dass die Außenwelt einen massiven destruktiven Einfluss auf ihre doch so hochentwickelte Gesellschaft hätte. Barrington, der Captain und die Crew werden ein paar Monate in der Eisernen Republik bleiben, dann wieder zurück nach Amerika segeln. Sein vermeintlicher Erlebnisbericht erscheint schließlich im Jahr 1902 im Florida Magazine. Seitdem fragt man sich, gibt es die Iron Republic wirklich oder ist es nur Seemannsgarn? Ja, eine sehr interessante Geschichte, die aber durchaus auch ihre Logiklücken besitzt. Interessant ist vor allem die Verortung der utopischen Stadt. Die Eiserne Republik sei ungefähr so weit vom gefrorenen Ozean entfernt, wie es die USA ist. Das hieße, sie müsse weitaus hinter dem liegen, was uns so bekannt ist, oder gar was uns Satellitenaufnahmen von der Erde zeigen. Daher wird dieser Bericht vor allem von Anhängern der flachen Erde als einen Hinweis angesehen, dass es nach der antarktischen Mauer noch sehr viel weiter hinausgeht. Aber wie man so schön sagt, in jeder Legende steckt auch immer ein Fünkchen Wahrheit. Und wer weiß, vielleicht traf ja Barrington tatsächlich auf eine kleine Stadt mitten in der Antarktis, die es geschafft hat, sich dem Einfluss der übrigen Welt zu entziehen.
Aber schreibt mir wie immer eure Meinung zu dieser, ja, wirklich seltsamen Geschichte in die Kommentare. Bis dahin, Augen auf und bis zum nächsten Video.